Willkommen zur Andacht für die Todesopfer an der Berliner Mauer. Die Kapelle der Versöhnung ist geschlossen. Wir bleiben zu Hause. Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Jeden Tag lesen wir aus den Biografien derer, die an der Berliner Mauer zu Tode gekommen sind. Heute nennen wir einen Namen: Czesław Jan Kukuczka. Er steht für viele, doch jeder Name steht für einen einmaligen Menschen. Czesław Jan Kukuczka wurde am 23. Juli 1935 in der schlesischen Kleinstadt Kamienica geboren. Dort absolviert er eine siebenklassige Volksschule. Eine örtliche Zeitschrift erwähnt ihn unter den aktiven, ideenreichen, zu Hingabe fähigen jungen Köpfen. Im Alter von 17 Jahren wird er für den Aufbau der sozialistischen Arbeiterstadt Nowa Huta angeworben. Mit 20 Jahren heiratet er, das Ehepaar wird drei Kinder bekommen. Der Familienvater arbeitet nun in Wohnnähe bei lokalen Reparatur- und Bauunternehmen, danach hauptamtlich bei der Feuerwehr. In seinem 39. Lebensjahr gibt es eine Wende im Leben von Czesław Kukuczka, von der wir keine nähere Kenntnis haben. Seit Anfang März 1974 wird der Feuerwehrmann in seinem Heimatort vermisst. Wo er sich in den folgenden 4 Wochen aufgehalten hat, ist nicht bekannt. Er muss aber in einer verzweifelten Lage gewesen sein. Als er sich am 29. März gegen 12.30 Uhr bei der polnischen Botschaft in Ost-Berlin meldet. Es gelingt ihm, mit einem Botschaftsangehörigen zu sprechen und er fordert ultimativ, ihm die Ausreise nach West-Berlin zu gestatten. Bis 15 Uhr über den Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße. Er wolle in die USA auswandern, wo er Verwandte habe. Damit seine Forderung überhaupt ernst genommen wird, droht Czesław Kukuczka damit, die Botschaft in die Luft zu sprengen, mit einer Bombe, die er in seiner Aktentasche bei sich trage. Wie man später feststellt, enthält die Aktentasche alles Mögliche, aber keinen Sprengkörper. Seine Familie, sagt er, wisse nichts von seinen Fluchtplänen. Vermutlich will er seine Angehörigen in Polen vor Verfolgung schützen. Im Bericht des polnischen Geheimdienstlers, der bei den Verhandlungen zugegen ist, heißt es: Wenn Kukuczka von seiner Familie sprach, war er gerührt und hatte Tränen in den Augen. Hinter seinem Rücken wird inzwischen Kontakt zur DDR-Staatssicherheit aufgenommen und der stellvertretende Stasi-Minister Bruno Beater trifft die Entscheidung, Kukuczka, wie es wörtlich heißt, nach Möglichkeit außerhalb des Gebäudes der Botschaft unschädlich zu machen. Zum Schein stellt man ein Passersatzdokument mit dem Visum für West-Berlin aus. Dann besteigt Kukuczka den Wagen der Stasi, der ihn zum Grenzübergang Friedrichstraße bringt. Im Ausreisepavillon, von den Berlinern Tränenpalast genannt, begibt sich der Pole in den Abfertigungsprozess. Das weitere Geschehen ist schwer zu rekonstruieren. Die Stasi hält in ihrem Bericht lediglich fest, dass es den eingesetzten operativen Kräften während der Abfertigung gelingt, Kukuczka so wörtlich ohne besonderes Aufsehen gegenüber anderen Ausreisenden unschädlich zu machen. Noch bevor ein Haftbefehl ausgestellt wird, ist er tot. Ein Rückenschuss hat mehrere innere Organe zerstört. Nach der Obduktion gibt die DDR-Generalstaatsanwaltschaft die Leiche am 4. April zur Bestattung frei. Die Zuständigen in der DDR und Polen wollen jedes Aufsehen vermeiden. Ohne Rücksprache mit der Familie, die noch immer nichts vom Tod des Sohnes, Ehemannes und Vaters weiß, einigt man sich zwischen den sozialistischen Bruderländern auf die Einäscherung und Urnenüberführung. 2 Monate nachdem man ihn hinterrücks erschossen hat, erhält Emilia Kukuczka, die Witwe, eine Urne, ein Paket mit persönlichen Gegenständen ihres Mannes und einen Totenschein. Czesław Kukuczkas Bestattung findet im engsten Familienkreis statt. Die Umstände seines Todes gelangen nicht an die Öffentlichkeit. Friede sei mit Czesław Jan Kukuczka. Der Gott des Friedens segne euch auf eurem Weg. Friede sei mit dir.